So, und damit herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Das Schwarze Auge, Satinas Ketten. Und in der letzten Folge haben wir letztendlich doch noch ein Licht aufgehen lassen und haben neue Gegenstände gefunden und haben die Zeit manipuliert, also den Wind und dadurch jetzt die Zeit. Und jetzt fragen wir den Herrn ja mal. Mein Arm ist zu kurz. Pavauris? Ja, bitte? Du weißt also immer, welche Stunde geschlagen hat. Und woher? Ich richte mich natürlich der Wind wie jeder. Ja. Woran merkst du so genau, woher der Wind weht? Tja, ohne Ausbildung erscheint es wie ein Mysterium, nicht wahr? Ich erkenne es an der Art, wie der Einsiedler seufzt. Wer? Er sitzt genau über uns. Du erkennst ihn an seiner großen Nase. Ja, dann... Warum seufzt denn der Einsiedler die ganze Zeit? Der Wind bringt keine schönen Düfte mehr. Das ist enttäuschend. Aber im Grunde besser so. Er ließ sich viel zu leicht ablenken. Wo ein schöner Duft war, da hier. Das hat die ganze... Wie erkennst du jetzt? Das würde nicht Sommer und... Nein, wenn ich es... Okay, irgendwie bringt das Rennen gar nichts. Was habe ich noch nicht? Habe ich Wind? Schlaf, musst du als Uhrenpfeifer... Wo denkst du? Im Winter gönne ich mir um die Mitternachtsstunde immer etwas Ruhe. Im Winter... Dann störe ich nicht. Alles klar. Okay, Moment. Im Winter... Moment, Farbstein nehmen. So, dann zocken wir mal dafür, dass es Mitternacht wird. Er ist noch wach. Ich wüsste jetzt nicht. Er hat es auch nicht verraten, was Mitternachtsstunde ist. Dann müssen wir natürlich mal schauen. Ich nehme einfach mal ganz doof blöd jetzt an, dass es Norden. Der Wind kommt aus einer anderen Richtung. Norden. Der Wind kommt aus einer anderen Richtung. Kelch. Okay, dann nimmt ihr jetzt mal den Kelch und stellst ihn auf Norden. Wie soll ich da rankommen? Eventuell mit einer... Damit lässt sich keine Feder rupfen. Ach, du willst eine Feder rupfen? Vielleicht ein Messer? Unerreichbar. Okay, er guckt jetzt nach da. Kann ich da eventuell jetzt eine Stange hinstellen? Einfach so? Unsinn. Ja, okay, gut. Dann gehen wir mal nach unten, gucken, ob der Faul schläft. Verhält das irgendwie, wann Mitternacht ist? Pavauris? Ja, bitte? Ja, ich bin ziemlich böse, dass wir dem irgendwie was tun müssen. Aber... Du weißt, und woher? Der Wind kommt immer aus der Richtung, in der die Sonne steht. So. Wie jeder weiß, geht sie im Winter im Westen auf und im Sommer im Osten. Die Sonne geht im Winter im Westen auf. Dann störe ich nicht länger. Die Sonne geht im Winter im Westen auf. Das heißt, der Westen ist ja dann bekanntlich hier. Norden, Osten, Süden, Westen, ja. Sie geht also im Westen auf. Das heißt, theoretisch gesehen müsste Süden Mitternacht sein. Weil hier geht sie auf 12, 18, 24. Das heißt, theoretisch gesehen muss hier Mitternacht sein im Süden. Und es ist Winter. Alles klar. Alles klar. Pfauenfedern. Es tut mir leid, Pavauris, aber ich muss mal. Er hat's nicht mal gemerkt. Es tut mir sehr leid. Ich wollte nicht, aber ich musste. Das Spiel zwingt mich dazu. Okay, dann haben wir jetzt eine Pfauenfeder. Ne, das wollte ich nicht. Moment.
Dann gehen wir jetzt mal hier rein und machen wieder Sommer. Ich hoffe, ich mache es nicht wieder zu früh Sommer, aber ich denke mal, es ist ganz okay, was ich tue. So, das brauchen wir auch nicht mehr so rum, weil wir haben den Honig ja bekommen mittlerweile. Man sieht gar keinen Unterschied in seinem Federkleid. Paraus, bist du böse? Ich frage ihn mal lieber nicht, dass er uns jetzt nicht mehr leiden kann oder so, oder vielleicht ist er aufgeschreckt und was weiß ich. Ich frag einfach mal vielleicht ein bisschen. Ja, bitte? Okay. Dann störe ich. Er hat's also gar nicht gemerkt, komplett nicht. Das ist natürlich ziemlich praktisch. Es sieht auch nicht schlecht aus auf seinem Federkleid, also von daher. So, jetzt wäre natürlich die Frage. Ich muss das Ziel im Auge behalten. Vielleicht kann die als Feder hinten dran machen, kann ich aber nicht. Geht nicht. Ach nein. Ich bin überfragt, was ich mit dem Pfeil mache. Den muss ich irgendwie anspitzen oder sowas in der Richtung. Es ist Sommer. Der Krebs ist glücklich. Glücklich, oder? Und wer bist du? Dieses Wesen kann wohl nicht sprechen. Den Göttern sei Dank. Der Wetterhahn ist gut. Jetzt kann mich nichts mehr schockieren. Okay. Ach, das hier vor... Das ist okay, gut. Ich sag dazu nichts mehr. Nö, passt schon, alles klar. Okay, können wir eventuell die Feder hier vorne reinstecken? Unwahrscheinlich. Auch das geht nicht. Puh, ich bin langsam am Ende. Ich habe so viel erreicht, jetzt stecke ich wieder fest. Nein. Vielleicht gebe ich einfach zu schnell auf. Ich sollte motivierter sein. Aber wie könnte man motivierter sein als ich? Klingt komisch. Ist aber auch komisch. Okay, Moment. Skulptur, Halterung. Können wir in die Halterung was einfügen? Nein, können wir nicht. Kann ich eventuell... Nicht sehr schlau. Nicht sehr schlau, okay. Ich nehme mal den Kristall hier einfach mal nochmal mit. Vielleicht brauche ich ihn ja doch. Muscheln. Können wir die Muscheln denn irgendwie verstopfen oder sowas in der Art? Ich weiß es ja nicht. Unwahrscheinlich. Geht also nicht. Okay. Kann ich eventuell den Pfeil den Typen mal zeigen, dass der mir vielleicht ihn repariert? Das wäre natürlich auch eine Option. Was habe ich bloß wieder für Gedanken? Dass er dich umbringen, mein Gott. Oder zeig ihm mal den... Ich weiß nicht. Ja, find's ja nicht gut. Wenn sie ihm ein paar Varus Feder zeigst, find er bestimmt gut. Hast du dem heiligen Urpfau etwa eine Feder ausgerupft? Das ist verboten, richtig? Ich spreche besser gar nicht mit dir. Okay. Los! Der Vogelmann beschütze uns! Hast du das etwa mitgenommen? Leg es einfach wieder zurück, ja? Art der neuen Gesetze, wieso wir hier brauchen. Achte die Gesetze. Es wird immer noch gemalert, deswegen kommen wir ja nicht dahin. Können wir eventuell mal hier hochgehen? Ich frage mich immer noch. Kehre ein, Traumwanderer. Darunter ist ein kleines Schlüsselloch. Das muss der Zugang zum Traumgemach sein. Aber hier ist nirgendwo eine Tür. Das sag mir nicht, ich komme da erst rein. Nee, sehr schwach, weil ich musste ja in das Vieh reinstecken. Kann ich abschließen? Besser nicht. So wird das nichts. Warum nicht? Denn aber nicht von hier aus. Und wo aus denn sonst? Oder kann ich von unten... Moment, kann ich... Da komme ich ja nicht hin.
Ich war gerade eingeschlafen. Ich bin wieder... Ach, Wasserbecken haben wir ja auch noch. Siehst du mal an. Können wir da eventuell mal den Kristall reinhalten? Ich weiß ja nicht, was es bringen soll, aber... Besser nicht. Studieren geht ja bekanntlich übers Studieren. Aber das scheint nicht allzu viel zu bringen. Nicht sehr schlau. Was könnte man mit einem Wasserbecken anfangen? Man könnte vielleicht eine... Vielleicht kann mir der Wasserfall helfen, aber zuerst kümmere ich mich um die richtigen Farben. Alles klar. Uno momento. Ah, ist da. Der Wasserfall kommt von da. Aber was das hieße doch, ich müsste die Farbkugel... Na ja, gut, wenn ich eventuell das... Prisma da einfügen kann, vielleicht bringt das ja auch was. Ach nein. Wie komme ich darauf? Oder kann ich dafür sorgen, dass der Baum eventuell am Leben bleibt, während ich... Keine Zeit für Experimente. Er sitzt zu fest und aus Glas ist er offenbar auch nicht. So viel zu den alten Märchen. Ich bin ein wenig überfragt. Hm? Nein. Das geht so nicht. Okay. Wir müssen also den Wasser... Kann ich das vielleicht auch anders machen? Ich weiß ja nicht, ob das da reinpasst. Ah, Wasserbecken, Wasserbecken. Ah, da müsste ich natürlich... Das ist sehr strange. Ich habe natürlich auch die Farben. Kann ich die Farbkugel eventuell hier oben irgendwo platzieren? Positionieren? Nicht wirklich, gell? Sehr schwierig. Ich frage die Königin mal nochmal. Eure Majestät. Hat er die... Nee, hat er nicht. Vogelmann. Der Vogelmann. Hat er die Gestalt eines großen schwarzen Vogels? Nein. Doch ein großer Nachtvogel begleitete ihn, als er sich uns offenbarte. Weshalb fragt der Nachthaarige danach? Ach, nicht so wichtig. Okay. Was ist das für ein Reif um den Hals der Statue? Ein Geschenk der Priester an den Allweisen. Mit diesem Reif sollte er die Priester mit seinem Geist erfüllen, um sie zu erleuchten. Wo sind die Priester jetzt? Als der Vogelmann Nairutneva verließ, gingen sie mit ihm. Und wurden zu Dunkelelfen. Also, Dunkelfeen, diese Bösen halt. Die hat er dazu gemacht dann. Alles klar. Achte er unser... Ja, komm, sei ruhig. Auf diesen Gott hätten die Feen wohl besser nicht gehört. Der Vogelgott spricht offenbar nur zur Königin, wenn überhaupt. Kann ich ihr das Augenwesen zeigen? Die Königin schien dem armen Wesen recht böse zu sein. Besser, ich halte es versteckt. Alles klar, okay. Dann muss ich mal schauen, wie ich das jetzt mache mit der Lichtstatue. Wir müssen sicher hier irgendwie... hier noch mit rumspielen. Ich weiß aber ehrlich gesagt nicht genau wie. Ich weiß nicht. Funktioniert also so nicht. Okay, ich dachte eventuell, man kann die Lichtschatten auch einfügen. Kann ich den Kristall hier einfügen? In der Skulptur?
Mein Kopf ist leer, Mist. Oder kann ich eventuell etwas anderes in der Skulptur einfügen? Ich weiß nicht. Ich weiß ja nicht, ob man die irgendwie zum Leben erwecken kann. Nicht sehr schlau. Das ist Skulptur, mit der konnten wir bis jetzt noch nichts machen, soweit ich weiß. Oder? Haben wir damit schon was gemacht? Lichtwesen. Das interessiert. Okay. Waffen für Kunstwerke missbrauchen. Auf die Idee können ja nur Feen kommen. Bringt also auch nichts. Wenn ich das Bild kopieren könnte irgendwie? Ich probiere es einfach mal. Ich nehme mal das hier nochmal mit. Und platziere es hier oben. Kann ich jetzt eventuell... Das war richtig. Moment. Hä? Ach da. Das ist absurd. Das ist absurd. Kann ich jetzt den Baustein nehmen? Kann ich ihn hier reintun? Und dann eventuell... Ich weiß nicht, ich gehe mal zur Königin. Vielleicht ist die jetzt irgendwie groß bei ihr abgebildet. Ich glaube es zwar nicht, aber... Anders könnte ich mir nicht erklären, was das mit der Treppe auf sich haben soll. Die Treppe wird doch sicher auch irgendwo wieder gespiegelt. Die Frage ist, wo? Ich meine, es wird auch einen Grund haben. Warum ich... Ich weiß nicht. Du weißt nicht. Okay. Ich meine, es wird auch einen Grund haben, warum ich das irgendwie... Kann man das überhaupt zerschneiden? Ich weiß es nicht. Warum ich die Treppe nochmal benutzen sollte. Warte mal. Wenn ich was auf den Brunnen lege und dann sauber mache, fällt das dann eventuell auf den Apfel? Das lässt sich nicht schneiden. Ja, nee, passt schon. Der Pfeil eventuell. Warum sollte ich? Weil er dann vielleicht auf den Apfel fallen würde und damit den Apfel. Warum ist der Brunnen bei dieser Wärme eigentlich vereist? Weil wenn... Ah, du bist ab... So, Moment. Irgendwas auf den Brunnen legen. Irgendwas. Warum ist der Brunnen bei... Ah, du... Okay, Moment, ich wollte eigentlich den Flechtkorb haben. Das lasse ich lieber. Kann der da nichts drauflegen, dass es dann einfach runterfällt? Ach, was... Ich finde das strange. Eigentlich theoretisch gesehen wäre es eine intelligente Idee. Ich muss dringend... Warum ist der Brunnen bei dieser Wärme eigentlich vereist? Weil Winter... Ah, du bist aber... Bug gefunden. Warum ist der Brunnen... Weil... Ah, du... Okay, ich habe Bug gefunden. Was mache ich denn mit denen hier? Hey! Irgendwer! Sagt mir, wie ich hier wieder rauskomme! Verloren? Es gibt immer einen Weg. Sind das die Nebel? So viele Gestalten. Sind das Totenlichter? Flüstern wie Geister. Seltsames Gerät. Brunnen, kann ich hier eventuell
Was auch immer das ist, ich musste... Da bin ich durchgefallen? Ich wüsste echt nicht, was ich machen sollte. Und das werden wir in der nächsten Folge auch weiter herausfinden. Wir haben immer noch keine der drei Quests gelöst. Das erweist sich doch als schwerer als gedacht. Aber ich weigere mich strikt den Lösungen nachzugucken, weil man möchte ja auch irgendwie das Rate-Feeling da ein wenig trainieren. Und deswegen sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Bis morgen. Tschüss. Ich glaube, es hat was mit Spaß gemacht.